Inmitten dieser herrlichen Bergwelt der französischen Alpen wollen Junkers ein Abenteuer der etwas anderen Art erleben. Hier ist unsere Gebrauchsanweisung für den Esel. Der erste Tag. Ab dem Eselhof geht es zunächst auf asphaltierten Straßen und dann auf noch relativ bekannten Wanderwegen bis zum Fuß des Croix de Fer Passes auf knapp über 2000 Metern. Von dort aus nochmals bergauf, bis eine Höhe von rund 2300 Metern erreicht ist. Wir sind jetzt etwa auf 2000 Meter. 64 Meter Höhenmeter trennen uns noch vor dem Pass oben. Und dann haben wir die erste große Steigung vom ersten Tag. Wir wollen versuchen, heute noch bis an den See zu kommen, um dort unser erstes Camp aufzuschlagen. Alle hoch, komm! Alle hoch, komm! Alle hoch, komm! Alle hoch, alle hoch! Alle hoch, alle hoch! Ja, das ist... Wir haben es wieder geschafft und wir haben auch einen richtig schönen Zeltplatz gefunden. Kommt der Bächle oben runter, jetzt sind wir in einem ganz abgelegenen Gebiet. Eine Wiese da runter, unten ist ein weißer Pollenkörper. Hey, 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 hey! Hey, hey, der ist verrückt. Ich lasse ihn rein, wenn er runterfliegt. Wenn er runterfliegt, da gehe ich nicht runter. Wunderschön, aber anstrengend. Kaum haben die fünf das Dorf Bézé betreten, umfängt sie ein besonderer Duft. Die Quelle ist schnell ausgemacht. Hier wird das Baguette noch selber gebacken. Frisch aus dem Ofen. Und das schmeckt, ist noch warm. Ein Käse dazu, oder wie? Oh, das ist natürlich ein Gedicht. Am siebten Tag abends sind wir bereits in den Dörfern
wo wir unser Esel wieder abgeben müssen. Allerdings ist die Station auf der anderen Talseite, ganz oben. Oh, Schatzi. Ja, sagst du mir noch Adi.